Die CDU Stuttgart feiert heute Abend hier im Café Felix, direkt neben der Liederhalle. Und die Stimmung, ja, die ist wirklich nicht gut hier auf dieser Wahlparty. Denn man scheint im Bund ja gerade tatsächlich gegen die SPD zu verlieren, wenn es um die Spitzenposition geht. Und auch der Direktkandidat Stefan Kaufmann aus dem Wahlkreis 1 verliert wohl sein Direktmandat an Cem Özdemir von den Grünen. Wir haben mit ihm gesprochen. Ja, so wie es aussieht, wird es für Sie ganz eng. Oder mit anderen Worten kann man sagen, Sie verlieren das Direktmandat. Sie haben dreimal in Folge gegen Cem Özdemir dieses Direktmandat geholt. Jetzt liegt er deutlich vorne. Wie geht es Ihnen heute Abend damit? Ja, ich bin natürlich persönlich enttäuscht, aber ich kann ja auch Zahlen lesen, ich kann Trends beobachten. Die Stimmung war sehr gut gegenüber mir persönlich. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen aus der Stadtgesellschaft, von denen, die in der Stadt auch engagiert sind, in der Kultur, in allen möglichen Bereichen. Aber natürlich habe ich gesehen, gegen den Abwärtstrend jetzt bei der Bundes-CDU und dann gegen den Aufwärtstrend der Grünen in den Städten in Baden-Württemberg wird es rechnerisch sehr schwierig gegen einen prominenten Herausforderer. Das letzte Mal war es ja auch nur knapp mit 2,5% Vorsprung. Deshalb war es im Rahmen dessen, was ich erwartet hatte. Ich bin natürlich trotzdem sehr enttäuscht, dass eben doch ein Teil der Wählerinnen und Wähler jetzt die Arbeit eines Wahlkreisabgeordneten entweder nicht versteht oder auch nicht schätzt. Ja. Auch über die Landesliste wird es zumindest knapp. Gehen Sie davon aus, dass Sie Ihren Platz in Berlin räumen müssen? Also mal sehen, das wird jetzt wahrscheinlich die frühen Morgenstunden entscheiden, ob es über die Landesliste klappt. Dann kann natürlich sein, ich rück irgendwann mal nach. Ich habe ja auch noch ein zweites Büro in Berlin. Ich bin ja Wasserstoffbeauftragter und habe ein Ministerium, ein eigenes Büro. Das werde ich auch weitermachen, bis auf Weiteres, bis die Regierung gebildet ist. Also insofern bin ich jetzt erstmal versorgt und werde dieses wichtige Wasserstoffthema natürlich mit noch größerer Intensität dann vorantreiben können, wenn jetzt das mit der Liste nicht funktioniert. Und dann werde ich schauen, wie ich mich orientiere in den nächsten Monaten. Sie haben im Wahlkampf so ein bisschen die grüne Karte teilweise auch gespielt. Klar, Sie sind auch ein Experte, Sie haben es gesagt, im Bereich Wasserstoff. Aber war es am Ende doch so, dass die Stuttgarter gesagt haben, wir wählen lieber das Original? Naja, ich weiß gar nicht, ob die Leute so genau sich die Kandidaten dann angeschaut haben, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist halt, Cem Özdemir war letztes Mal 10% über dem Zweitstimmenergebnis der Grünen und das war damals deutlich noch schlechter. Von daher, klar, viele wissen schon, dass ich jetzt für das Thema grüner Wasserstoff und auch Klimaschutz mich sehr, sehr einsetze, auch für die Rechte queerer Menschen, also alles Themen, die man jetzt eher bei den politischen Mitbewerbern verorten würde. Aber ich glaube es nicht, dass sie das Original gewählt haben. Ich denke einfach, das Thema geht natürlich grundsätzlich schon eher mit den Grünen heim und ich glaube, auf die Person haben wir gar nicht so genau geschaut. Im Wahlkreis 2 scheint Max Mörsebrock gute Chancen zu haben, das Direktmandat zu holen. Wie kann es sein, dass es in Stuttgart doch so unterschiedlich ist, dass im einen Wahlkreis der CDU-Bewerber gute Chancen hat zu gewinnen und es wahrscheinlich auch holen wird und Sie auf der anderen Seite deutlich hinter Özdemir liegen? Ja, auch das ist nicht ganz überraschend. Özdemir war letztes Mal schon 15% vor Anna Christmann und jetzt hilft dem Max im Nordwahlkreis natürlich eine stärkere SPD. Also der Dejan Perc ist bei fast 20%. Die Kollegin Starnbacher hier im Wahlkreis ist vielleicht bei 11 oder so. Also der ursprüngliche Arbeiterwahlkreis, es war ja sehr lange ein SPD-Wahlkreis gewesen, den die SPD direkt gewonnen hatte. Das hilft jetzt, weil die Stimmen offensichtlich in dem Fall von der Anna Christmann weggehen. Und natürlich ist der Wahlkreis auch noch mal etwas bürgerlicher geprägt. Es fehlt eben die gesamte Innenstadt, es fehlt die Mitte, es fehlt West, es fehlt Süd. Dafür dann eben Ost- und Kantstadt natürlich als etwas urbanere Stadtbezirke. Aber strukturell ist der Wahlkreis etwas einfacher, was ja auch der Sieg von Reinhard Löffler bei der Landtagswahl gezeigt hat. Aber ich freue mich für den Max riesig und hoffe, dass es am Ende noch klappt, dass wir wenigstens eines unserer beiden Direktmandate verteidigen können und die junge Generation jetzt hier dann auch die Möglichkeit hat, uns in Berlin zu vertreten. Schauen wir auf den Bund, da sieht es, man muss sagen, Stand jetzt so aus, dass die SPD hauchdünn vorne liegt. Kann man also davon ausgehen, dass es im Bund demnächst eine Ampelkoalition geben wird? Davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus. Also zum einen, das Kopf-an-Kopf-Rennen zeigt, dass es keinen klaren Regierungsauftrag gibt für eine der beiden großen Parteien. Es wird also parallele Verhandlungen geben, höchstwahrscheinlich. Armin Laschet hat deutlich gemacht, dass er eine Zukunftskoalition schmieden will mit Grünen und FDP. Christian Lindner hat in den letzten Tagen nicht nur einmal gesagt, dass seine Wunschkoalition Jamaika ist und nicht die Ampel. Insofern wird natürlich die FDP ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Aber ganz ehrlich, wenn es so knapp bleibt, rechne ich eher mit Jamaika als mit
eine Ampel, auch wenn die SPD hoch und vorne liegt. Und ich halte das in dem Fall dann aber auch für legitim, weil sich kein so klarer Anspruch jetzt hier auf die Kanzlerschaft aus dem Ergebnis ableiten lässt. Und die Menschen wollen definitiv kein Rot-Rot-Grün. Das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis dieser Wahl. Auf der einen Seite Trauer, auf der anderen Seite Freude, denn Maximilian Mörseburg scheint auf dem Weg zu sein, das Direktmandat für die CDU zu holen im Wahlkreis Stuttgart 2. Und damit guten Abend und herzlich willkommen, Maximilian Mörseburg. Hallo, guten Abend. Ja, wie ist der aktuelle Gemütszustand? Natürlich zittert man noch so ein bisschen, aber es sieht doch gut aus, dass es am Ende klappt mit dem Erfolg im zweiten Wahlkreis in Stuttgart. Es ist schon noch sehr aufregend, ich zitter noch sehr, weil man will wirklich Gewissheit haben. Aber ich glaube, es zeichnet sich jetzt schon ein Trend ab, es schaut gut aus und ich hoffe natürlich, dass der sich jetzt noch bis in den Abend durchzieht. Und dann auf der einen Seite ein weinendes Auge, wenn wir nach Berlin schauen und das Ergebnis anschauen, das wir dort eingefahren haben. Das lässt einen schon nachdenken, da müssen wir schon wirklich hart dran arbeiten, da müssen wir auch wirklich aufarbeiten, was dort passiert ist. Und ich glaube, wir müssen vor allem in die Sachfragen reingehen, wir müssen uns als CDU endlich diesem Richtungsstreit stellen, nicht mehr den Personalfragen widmen. Und auf der anderen Seite natürlich ein lachendes Auge, wenn ich hier in den Wahlkreis schaue, nach Stuttgart schaue, meine Heimatstadt, freue ich mich natürlich sehr, dass diese weiterhin von einem CDU-Abgeordneten direkt vertreten wird. Und natürlich bin ich auch ziemlich aufgeregt, jetzt, falls das heute Abend klappen sollte und ich in den Bundestag einziehen darf. Eines kann man sagen, dem Bundestrend getrotzt mit diesem Ergebnis. Also viele haben ja gesagt, das wird für den Mörseburg auf gar keinen Fall was, weil die SPD oder die Grünen sich dieses Ding holen werden. Fühlt man sich da so ein bisschen bestätigt? Zwischendurch habe ich auch gehört, als die CDU im Bund bei 30% war, das wird ganz klar klappen für dich, lieber Max. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt wartet mal ab, wir machen einfach richtig harte Wahlkreisarbeit, wir machen ganz viele Termine, wir reden mit allen Leuten, die wir fassen können. Wir wollen einfach den Geist dieses Wahlkreises noch mehr aufsaugen, um noch mit mehr Menschen in Kontakt zu kommen, um einfach hier richtig gute Wahlkreisarbeit zu machen. Und dann ging es bergab, dann hieß es auf einmal, wir schaffen das niemals, ihr in Stuttgart einen Wahlkreis zu holen. Und am Ende stellt sich einfach raus, es bringt nichts, auf irgendwelche Wahlkreisprognosen zu schauen, es bringt nichts, auf irgendwelche klugen Stimmen zu hören, sondern man muss einfach an seinem Ziel arbeiten und das haben wir gemacht als CDU Stuttgart. Leider werden wir heute vermutlich einen Wahlkreis verlieren, das tut sehr weh, weil der Stefan Kaufmann wirklich gute Arbeit geleistet hat in den 12 Jahren, genauso wie meine Vorgängerin Karin Mark. Deswegen tut es natürlich weh, aber trotzdem zahlt es sich aus, gegen den Trend in der Großstadt einen Wahlkreis zu gewinnen. Das ist natürlich für uns als CDU Stuttgart großartig und vor allem auch eine Erleichterung. Ja, Sie sind mit 29 Jahren ein wirklich junger Kandidat gewesen. War das vielleicht auch am Ende ein Erfolgsgeheimnis, was Sie gesagt haben, ich möchte auch die junge Stimme in Berlin vertreten? Also ich glaube, dass Jugend sowie Alter eigentlich keine Kompetenz ist. Aber natürlich kann es sein, dass wir, wenn wir junge Gesichter aufstellen und eben im Moment einfach in der Situation sind, wo die Leute eine Erneuerung von uns verlangen, dass es dann doch hilft, wenn man einfach mit jungen Gesichtern aufwartet, wo die Leute wissen, okay, da kommt jetzt ein bisschen neuer Wind, da kommt frischer Wind. Und ich glaube auch, dass es nicht schadet, wenn wir auch ein paar junge Stimmen im Bundestag und insbesondere bei uns in der CDU-CSU-Fraktion haben werden. Wenn es in Stuttgart nicht schadet, schadet es dann auch nicht im Bund? Ist da vielleicht auch ein bisschen Frische nötig? Wie gesagt, ich glaube, dass wir wegkommen müssen von den Personaldebatten. Ich glaube, die haben uns, und das hat dieser Wahlkampf gezeigt, wirklich geschadet. Wir müssen hinkommen zu einer Sachdebatte. Wo will die CDU hin? Und ich glaube, dass wir eine CDU brauchen, die die Probleme der Zukunft angeht, Digitalisierung und Dekarbonisierung, also den Klimawandel, und dabei aber auf bewährte Methoden setzt, auf unsere soziale Marktwirtschaft und die eben zu einer Digitalisierungs- und Klimamarktwirtschaft macht. Dass wir nicht sagen, der Staat muss alles regeln, sondern eben auch in einem Rahmen, den der Staat setzt, kann die Wirtschaft sich entfalten. Dass wir sagen, wir wollen unsere Werte beibehalten und dabei trotzdem in die Zukunft gehen. Wir schauen nicht zurück, aber wir behalten unsere Werte und ich glaube, das ist ganz wichtig für die CDU. Und diesen Kurs möchte ich einschlagen und das Gesicht, das dann vorne dran ist, das ist, glaube ich, der Streit, den wir vermeiden sollten. Es muss darum gehen, welches Thema vorne dran ist. Wäre Markus Söder der bessere Kanzler gewesen, wenn man sich dieses Ergebnis heute Abend anschaut? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das bringt nichts zu sagen, wir hätten das machen müssen, weil es nicht so war. Wir haben doch gesehen, dass auch Armin Laschet zwischendurch hochgejubelt wurde, dann runtergefallen ist. Ich möchte es gar nicht beurteilen, in die eine Richtung nicht und in die andere Richtung nicht. Weil ich weiß, dass wir jetzt nach vorne schauen müssen. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass eine linke Regierung in Deutschland verhindert wird, weil unsere Wähler, glaube ich, uns deshalb gewählt haben, auch dieses Mal, um eben keine linke Regierung in Deutschland zu haben.
Und natürlich freue ich mich, wenn das klappt. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich, dass die CDU jetzt auch nicht mit breiter Brust in Verhandlungen reingeht, sondern erstmal kleine Brötchen backt und sagt, ja, das ist unser Programm, das möchten wir durchsetzen. Und dann schauen wir jetzt einfach, wie der Abend noch läuft, wer da den Anspruch aufs Kanzleramt erheben darf. Ist die Ampel die wahrscheinlichste Koalition? Da müssen Sie Christian Lindner fragen. Das werden die Kollegen in Berlin übernehmen. Maximilian Mörsebock, vielen Dank. Das waren unsere Eindrücke hier von der Wahlparty bei der CDU. Durchaus gemischte Gefühle, aber größtenteils kann man sagen, man ist schon sehr enttäuscht, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Und man muss wirklich sagen, die Stimmung war wahrscheinlich nur bei den Linken schlechter.